Almost Mutual Insurance. Immer noch deine Versicherung. Es ist jedes Mal ein schwerer Abschied. Aber es wird auf uns warten. So wie es schon seit Generationen darauf wartet, dass wir Agenten immer wieder zu ihm zurückkehren. Na gut, auf geht's. Ist die Konsole gut verladen? Ja, sie ist im Wohnbereich sicher und getarnt. Wir beide tragen jetzt die Verantwortung, Sarah. Hoffen wir, dass alles gut geht. Die 950 Meilen, die wir jetzt vor uns haben. Verdammte Scheiße, ist das viel. Wow, anscheinend hat sich der Aufenthalt hier doch etwas amerikanischer gemacht, hm? Oh nein, ich sage nur Meilen, weil die Entfernung sich in Kilometern noch schlimmer anhört. Na dann auf geht's. Wir haben Snacks, einen Mini-Fernseher aus den 90ern und deine europäischen Weihnachtsplätzchen. Stört es dich, wenn ich mich gleich hinlege? Ich bin wahnsinnig müde vom Verladen heute Morgen. Nein, ganz und gar nicht. Ich rede sowieso nicht gerne auf der Interstate. Ich genieße die Musik und die Aussicht und träume von der Ferne. Ich finde es lustig. Manchmal bist du schon etwas eigen, Ibrahim. Unter vielen Menschen redest du meist nur Unsinn, aber wenn man mal mit dir alleine ist, zeigst du immer eine ganz andere Seite von dir. Manchmal passt das Ganze für mich echt nicht zusammen. Ach, wieso? Das meine ich nicht negativ. Ibrahim, ich freue mich sehr auf unseren kleinen Roadtrip. So, ab auf die Interstate. Jetzt heißt es nur noch geradeaus. Immer den Pazifik auf der rechten Seite. Wenn du ihn woanders siehst, Sarah, stimmt etwas nicht. Merk dir das. Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten! Bevor wir wieder in das alljährliche Holiday-Geschwafel abdriften, möchte ich mit euch aber noch über etwas sprechen, was mir heute sehr am Herzen liegt und, Leute, vielleicht sogar mehr mit Weihnachten zu tun hat als alles andere. Aber erst nach diesem Song. Wow, was für ein Wahnsinnsregen. Lass uns warten. Ich kann auf der Interstate kaum was sehen. Was meinst du? Bisher kommen wir zwei ganz gut durch, oder? Wie lange ist Cameron auf dem Klo? Agent, wo ist Cameron? Du hast gestern von Portland nach Los Santos geflogen. Wieso? Ach nichts. Ich schätze, egal. Wenn wir weiter so viele Pinkelpausen machen, kommen wir heute nicht mal mehr auf die Höhe des Nationalparks. Agent, ich muss Ihnen sagen, dass ich Schwierigkeiten habe, einige Umgebungsdaten aufzufangen. Schon seit ein paar Stunden wird mein Scan-Radius im Kern immer eingeschränkter. Vielleicht liegt es am Wetter? Nein, Agent. Sicher nicht. Irgendetwas stimmt da nicht. Ach, ey, morgen früh sind wir wieder in LS. Agent, bei allem Respekt, aber das ist es nicht. Ist Cameron schon von der Toilette zurück?
Ich verstehe das nicht. Wir haben doch gerade vor 5 Meilen das voll getankt. Warum ist der Tank denn jetzt schon wieder leer? Der Kanister ist auch leer. Krass, also sitzen wir jetzt hier fest? Was für ein Mist alles in diesem Wohnwagen ist. Kann mich nicht erinnern, das in Gordo alles eingepackt zu haben. Sarah, vielleicht versuchen Sie es auf der anderen Straßenseite. Vielleicht bekommen Sie dort einen Kanister Benzin. Dort sind einige Forstarbeiter. Nein, Chief Cameron hat eine Idee. Sarah, bitte was? Ich werde die Forstarbeiter fragen. Gut, dann mach das. Agent, haben Sie es auch bemerkt? Ja, verdammt, habe ich. Dieses Holz hier ist der absolute Wahnsinn, diese Qualität. Wenn ich das in Los Santos verkaufen würde, würde ich Millionen Gewinne im Hunderterbereich machen. Also, Agent, meiner Einschätzung zufolge handelt es sich um Holz kaum besserer Qualität als Ihres, im Gegenteil. Ihr Evergreen-Holz ist besser von Faser als dieses hier. Wir haben großes Glück. Cameron hatte recht. Die Bauarbeiter hatten noch einen Kanister für uns übrig. Und gut. Agent, hier stimmt was nicht. Ja, du hast recht. Bisher kaum ein Weihnachtssong im Radio. Agent Ibrahim, wo ist Cameron? Schon in Los Santos, sagte ich doch. Wow, Sarah. Sieh mal, wie schön. Der Pazifik. Gleich sind wir beim Nationalpark. Wir sollten dort eine kleine Pause machen. Diese elende Tankanzeige spinnt sowieso schon wieder. Oh, Sarah, ich habe eine Idee. Was hast du vor? Ich glaube, diese Karte zeigt einen Geheimweg. Wenn wir der grünen Linie folgen, kommen wir schneller nach Los Santos. Agent, es tut mir leid, aber das ist Schwachsinn. Agent, diese Karte zeigt nichts anderes als die Wanderpfade durch den Nationalpark. Bis auf die Ranger darf sie niemand befahren. Halt mal die Luft an, Ei. Wenn Ibrahim sagt, es sei ein Geheimpfad, dann ist es auch ein verfluchter Geheimpfad. Und wir nehmen diese Strecke. Und niemand wird uns davon abhalten. Vor allem nicht du. Hast du das verstanden? Hey Leila, schieß los. Erzähl mal, warum rufst du an? Ja, okay, ja. Ja, Schatz, ich nehme den Geheimpfad durch den Nationalpark. Ja, ich weiß, du hast recht. Er ist gefährlich, aber wir nehmen ihn. Das sind ja... Agent Sarah, was haben Sie vor? Aber wir nehmen ihn. Dann sind wir schneller in Los Santos. Ja, Schatz? Ibrahim und ich nehmen jetzt den Geheimpfad. Gut, passen Sie auf sich auf. Ja, Chief, keine Sorge. Wir passen auf uns auf. Ja, Leila. Ja, Schatz. Bitte, warte, rede nicht so viel. Ich habe hier nämlich schlechten Empfang.
Na, wer wird denn da? Manchmal führen die Wege im Leben über Umwege, damit wir Dinge aus einem neuen Winkel betrachten, oder etwa nicht? Das ist das Leben. Und so soll es auch sein. Und jetzt wieder etwas Musik. Ich glaube, der grüne Weg ging unten entlang. Ja, fahr mal weiter. Allmächtiger Gott, Agent, Sie machen einen großen Fehler. Einen sehr großen Fehler. Klappe Ei. Wow, die hätten den Geheimweg wirklich besser ausbauen sollen. Ja, aber dem County fehlt dazu einfach das Geld. Und du weißt ja, wie das mit den Provinzen ist. Ibrahim, halt mal bitte an. Cameron muss schon wieder hinter einen Baum. Der Tank ist schon wieder leer. Ich mache nur schnell den Kanister voll. Oh Mann, ja, das ist ja der Wahnsinn. Der absolute Mega-Wahnsinn. Dieses ganze Holz hier, diese wahnsinnige Qualität. Sieh sich das einer an. Sarah, was machst du? Ibrahim, ich habe kein gutes Gefühl. Der Sprit ist schon wieder leer und wir müssen weiter den geheimen Pfad folgen. Unglaubliches Holz, Wahnsinn. Ich muss unbedingt einen Weg finden, es abzuholzen. Keine Zeit, Sarah. Ich muss mich um dieses Holz kümmern. Gut, mach das. Ich sehe mich nach uns. Oh, ey, siehst du dieses Holz nicht? Es ist zu wenig. Ich muss mir eine Axt besorgen, damit ich die Bäume fällen kann. So, perfekt. Dieses Holz wird mir und Layla die Möglichkeit geben, gleich ganze 10 Häuser in Kumasch zu kaufen. Ich muss bloß noch mehr von ihnen fällen. Nicht jetzt, bitte. Nicht jetzt. Wenn wir kein Benzin finden, kommen wir nicht mehr nach Hause. Also bitte, Castella, nicht jetzt. Bitte, Castella, ich habe keine Zeit. Wir brauchen Benzin. Ups. Ich muss einfach jeden Baum hier auf der Lichtung mitnehmen. Oh shit, Sarah, hast du das gehört? Das waren die Teleporttypen. Sie greifen uns an. Sie wollen die Konsole, aber nicht mit mir. Angriff! Angriff! Nein, ihr seid nicht tot. Aber wenn ihr länger unter dem Einfluss der Konsole geblieben wäret, hätte es sicher nicht mehr lange gedauert. Er gehört hier nicht her. Schick ihn nach Hause. Die Konsole verzerrt eure Wahrnehmung der Realität. Das Stück, mit dem ihr unterwegs seid, ist für die Umgebungssimulation zuständig. Ihr wisst nicht mehr, was echt und was reine Einbildung ist. Der, den ihr euren Chief nennt, ist schon seit gestern wieder in eurer Stadt. Und Agent Ibrahim, ihr habt vergessen, dass eure Frau weder sprechen kann, noch sie angerufen hat.
Geschieht das hier gerade wirklich? Was ist schon echt, Agent? Ihr wart hinter der grünen Tür. Was ist schon echt? Aber der Tag wird kommen. Ibrahim, merke dir. Der Tag wird kommen, an dem unsere Welt auseinandergerissen wird. Hörst du das? Hörst du diese Stimme, Sarah? Die Konsole ist nur ein Vorbote von dem, was uns allen bevorsteht. Und es wird an euch alleine, Agent Ibrahim, an euch und euren Freunden, euren Verbündeten liegen, dies zu verhindern. Die Konsole ist nur ein Vorbote für das, was noch kommen wird. Wir werden uns schon bald wiedersehen, Agent Ibrahim. Schon bald. Versprochen. Ich lasse über euch wachen. Ich und mein Volk warten auf euch. Bitte was? Und den großen Kampf, der dieser Welt bevorsteht. Wir warten auf euch. Oh Gott, was war das bitte schön gerade für ein kranker Mist? Waren das Außerirdische? Nein, sicher nicht. Wir sind nicht mehr in den 50ern. Wir haben uns das alles nur eingebildet. Und deshalb bist du barfuß und ich in Boxershorts. Wir sind komplett durchgedreht. Oh Gott, was haben wir beide im Wahnsinn nur alles getan? Egal, irgendetwas oder irgendjemand hat uns gerade wohl ziemlich den Arsch gerettet. Unseren mit Blümchen bestickten Arsch. Was für eine Nacht. Wir beide sollten uns hinlegen. Ja, bitte, Ibrahim. Bitte. Tja, Leute, so ist das Leben, oder? Was meint ihr? Wer kennt das nicht? Da wachst du morgens auf und denkst dir, Scheiße, was ist gestern so passiert? Was für ein Mist habe ich angestellt? Und liebe Zuhörer, ich sage euch mal eins, vergesst diese Gedanken. Ihr müsst nach vorne sehen. Ihr könnt den vorherigen Tag nicht rückgängig machen und das solltet ihr auch nicht. Nein, vielmehr ist es wichtig, nach vorne zu blicken und die Konsequenzen frontal anzugehen. Nur dann könnt ihr gestärkt und erfolgreich daraus spazieren. Und ich verspreche euch, habt ihr einmal diesen Weg eingeschlagen, werdet ihr damit aufhören, ständig euch nach hinten umzusehen. Nein, das bringt nichts. Denn das braucht ihr dann nicht mehr. Versprochen. Also Leute, schaut nach vorn. Lehnt euch zurück und vergesst das, was hinter euch liegt. Trete durch die Tür, die für euch offen steht und macht das Beste daraus. Es wird verdammt nochmal Zeit. So wie für den nächsten Song. Wow, Ai. Siehst du das? Weg, Sarah. Wir sind da. Hey Ibrahim, endlich seid ihr da. Wo wart ihr denn? Wo ist Sarah? Habt ihr euch erfahren? Ja, wir sind etwas vom Weg abgekommen. Oh Mann, wir haben uns schon Sorgen gemacht. Wir dachten schon, ihr beide werdet gemeinsam durchgebrannt. Oh Gott, nein. Sieht etwas ramponiert aus. Ja, eine lange Fahrt. Es war nicht leicht. Schlechtes Wetter, viel Verkehr und... Wow, Connor, was machen Sie denn hier? Selbst unter Top Secret darf unser Barkeeper nicht fehlen, ne? Was ist denn genau passiert? Unwichtig. Ich möchte jetzt sehen, was Sie hier in den letzten Stunden am Flughafen angerichtet haben. Das meiste haben Leute vom Militär gemacht. Es scheint so, als ob sich noch mehr für Sarahs Konsolenprototypen interessieren. Wow. Wo Trumps letzte Amtshandlung, hm? Nicht schlecht. Sie
Sie ist etwas sauer auf dich. Ja, ja, gemerkt. Das Verteidigungsministerium hat wohl an nichts gespart, hm? Oh nein. Oh, Leila, unrasiert und ungewaschen stehe ich hier vor dir. Und ich kann nur so viel sagen. Sarah und ich sind nicht zusammen durchgebrannt. Nein. Aber ich kann euch leider auch nicht sagen, was wirklich geschehen ist. Abwarten. Leila und ich werden dir schon keine Ruhe lassen, bis du uns erzählt hast, warum ihr fast 12 Stunden länger gebraucht habt als geplant. Wir werden dich foltern. Ja, bitte. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber bitte, gebt mir vorher einen Rasierer. In Ordnung? We'll be right back.